Der deutsche Musikdozent Georg Becker, der seit 1975 in Augsburg lebt. Er ist in den Norden Russlands gereist, um hier in der Provinz in der Nähe der Städte Rybinsk und Jaroslawl das Waisenheim zu besuchen, in dem er vor mehr als 40 Jahren aufwuchs. Georg Becker ist der Sohn der bekannten deutschen Schauspielerin Carola Neher und ihres rumäniendeutschen Mannes Anatol Becker. Als Carola Neher nach der Machtergreifung Hitlers aus Deutschland ausgebürgert wurde, suchte das Paar Zuflucht in Stalins Sowjetunion. Georg wurde 1934 in Moskau geboren, aber schon 1936 von seinen Eltern getrennt, als diese verhaftet wurden. In diesem Waisenheim verbrachte Georg Becker die wichtigsten Jahre seiner Jugend. Das Heim war umgeben von mehreren Lagern, sodass Georg lange glaubte, die Welt bestünde nur aus Lagern. Damals war es ein Heim für elternlose Kinder und für Kinder politisch Verurteilter, sogenannter Volksfeinde. Heute sind hier schwer erziehbare und geistig behinderte Kinder untergebracht. Это канцелярия, да? Вот здесь я спал. Das war unser Bettsaal mit ungefähr 15 Betten. Mein Bett stand in der Ecke. Hier verbrachte ich viele Nächte, die für mich der einzige Tagesteil, ja, sozusagen gewesen waren. Bevor ich also anschlief, flüsterte ich Bettdecke über den Kopf mit meiner Mutter. Dieser innere Kontakt habe ich noch früher angefangen, etwa ungefähr mit 5 Jahren. Und fuhr also fort bis heute, sagen wir. Mit 6 Jahren wurde ich plötzlich adoptiert von einer russischen Frau.